So Leute, guten Morgen mal wieder hier aus dem Frühtraining und heute zeige ich euch mal ein bisschen was Koordinatives und zwar kennt ihr das bestimmt schon oder die meisten von euch, vielleicht habt ihr es schon mal irgendwo gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, die meisten haben es noch nicht gemacht und zwar werde ich heute mal Kraul rückwärts schwimmen und Brust rückwärts schwimmen, das nennt man auch Fußwärts schwimmen. Was dient das Ganze? Ja, also mit den Füßen voraus. Zum einen macht ihr euch natürlich erstmal Gedanken über den eigentlichen Bewegungsablauf der jeweiligen Lage. Zum Beispiel, wie muss ich eigentlich bei Kraul meine Arme und Beine bewegen und halten, dass ich das richtig mache. Und so müsst ihr das genau jetzt andersrum ausführen. Und so werdet ihr euch bewusster, okay, worauf kommt es eigentlich an? Natürlich ist das Ganze auch koordinativ anspruchsvoll. Was muss ich machen, dass ich nicht absaufe zum Beispiel? Oder mache ich irgendwas im falschen Moment? Und komme vielleicht nicht mehr von der Stelle. Ich werde das Ganze bei Kraul mit einem leichten Beinschlag machen, was mich eigentlich dann wieder in die andere Richtung bringt. Aber muss man, oder sollte man machen, dass man eben mit den Beinen die Wasserlage nicht zu stark absinken lässt. Und bei Brust schaut ihr euch das Ganze einfach mal selber an. Und bis gleich. Ich versuche es euch einmal vorzumachen. Eine halbe Bahn Kraul, eine halbe Bahn Brust, denke ich, das reicht, um euch das kurz mal zu zeigen. Und macht es einfach mal nach. Wie gesagt, ihr dürft bei dem Armzug, wenn ihr hier seid, ruhig dann so nach vorne ziehen, denn wir machen ja hier jetzt keine Wassergefühlsübung, wo man mit dem Handrücken ziehen soll, sondern schwenkt da ruhig um, nehmt den Druck und geht so nach vorne. Beim Kraulschwimmen ziehen wir ja auch mit der Handinnenseite. Da darf man also umstellen. Jetzt eine Bahn Brust zurück. So, das war's auch schon. Wie gesagt, probiert das Ganze mal aus. Ich werde euch demnächst auch noch im Video Delfin und Rücken zeigen. Dafür reicht mir leider die Zeit jetzt nicht mehr. Probiert's aus, macht's nach. Schreibt mir gerne eure Kommentare, ob ich vielleicht was falsch gemacht habe. Schreibt mal eure Anregungen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Euch einen kleinen kreativen Anreiz geben. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.